Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Maßnahmen der DDR gegen bundesdeutsche Journalisten belasten zunehmend das Verhältnis Bonn-Ost-Berlin. Während im Bundeskanzleramt Staatsminister Wischnewski mit dem ständigen DDR-Vertreter Michael Kohl das gestrige Einreiseverbot für die neuen Spiegel-Korrespondenten erörterten, wurde fast zur selben Stunde in Ost-Berlin der ZDF-Korrespondent Sager verwarnt. Der Vorwurf: Kolportage von Verleumdungen. Sager war bereits in den vergangenen Tagen vorgeworfen worden, für den Bundesnachrichtendienst zu arbeiten. Dazu erklärte der Korrespondent nach Verlassen des DDR-Außenministeriums: Ich habe mich gegen diesen Vorwurf verwahrt und gebeten, ihn doch zu begründen. Denn wenn ich in meiner journalistischen Tätigkeit hier mit Geheimdiensten in Zusammenhang gebracht werde, ist das natürlich ein außerordentlich schwerer Vorwurf, einer der schwersten Vorwürfe, die ich mir überhaupt für einen Journalisten vorstellen kann. Die Antwort war der Hinweis auf den Artikel im Neuen Deutschland von gestern, in dem der Zusammenhang des Spiegel-Artikels aus der DDR-Sicht erklärt worden sei. Die formale Verwarnung des ZDF-Korrespondenten passt in das Bild. Das DDR-Außenministerium stützt seine Maßnahme lediglich auf den Vorwurf, Dirk Sager habe Verleumdung kolportiert. Das heißt, die in aller Öffentlichkeit erhobene und nicht zurückgenommene Behauptung, der Korrespondent sei in nachrichtendienstliche Tätigkeit einbezogen, lässt sich nicht aufrechterhalten. Sie dient lediglich Diffamierungszwecken. Ost-Berlin hat selbst erklärt, von der Vorbereitung der Spiegelveröffentlichung seit langem gewusst zu haben. Dies und die bisher erkennbare Taktik bestärken den Verdacht, dass hier die Affäre nicht ungelegen kam. Sie wird konsequent genutzt, den Aktionsradius westdeutscher Publikationsorgane einzudämmen, die lästigen Korrespondenten einzuschüchtern und die eigene Bevölkerung von ihnen abzuschrecken. Die Bundesregierung will die DDR dazu bewegen, das Einreiseverbot für den neuen Spiegel-Korrespondenten in Ost-Berlin, Vater, zurückzunehmen. Nach dem Gespräch zwischen Kohl und Wischnewski im Kanzleramt erklärte Regierungssprecher Grünewald, man erwarte, dass es zwischen den Beteiligten zu einer vernünftigen Lösung komme. Notfalls werde sich die Regierung in entsprechende Verhandlungen einschalten. Allein um den für Ost-Berlin vorgesehenen Spiegel-Korrespondenten Karl-Heinz Vater ging das eine Stunde und 20 Minuten lange vertrauliche Gespräch. Der Name des Fernsehkorrespondenten Dirk Sager fiel nicht. Der nach außen geübten Zurückhaltung, keine Dreherlaubnis für das Fernsehen, entsprach die Unsicherheit der Bundesregierung über die tatsächlichen Verfasser des Manifestes einer angeblichen SED-Politikergruppe. Und dies erleichterte Wischnewski nicht gerade das Gespräch mit Kohl. Eindeutige Antworten konnte auch Regierungssprecher Grünewald nicht geben. Es sei unklar, ob die Akkreditierungsverweigerung für Vater nur die DDR-interne Verordnung aus dem Jahre 1973 über die Arbeit von Journalisten anderer Staaten in Ost-Berlin oder aber den deutsch-deutschen Briefwechsel aus dem Jahr 1972 über die Arbeit westdeutscher Journalisten in Ost-Berlin und damit auch den Grundlagenvertrag berühre. Und wegen dieser Unklarheit blieb die Antwort offen auf die Frage: Warum erweckt die Bundesregierung keinen Protest? Im Augenblick erwägen wir keinen Protest, weil wir zunächst mal von Herrn Kohl näheren Aufschluss darüber haben wollten, was eigentlich mit dieser Maßnahme gemeint ist und wie sie in der DDR-Sicht begründet ist. Zunächst also weitere Prüfung. Entsprechende Maßnahmen gegen DDR-Korrespondenten in Bonn weist die Bundesregierung von sich, denn... Das Erste ist, dass wir uns von der DDR und überhaupt von anderen Staaten unsere Vorstellung von Pressefreiheit nicht aufzwingen lassen. In die Diskussion über die Echtheit des Spiegelberichtes, nachdem es in der SED-Führung eine geheime Opposition geben soll, hat heute noch einmal der Verlagsleiter des Magazins Becker eingegriffen. Becker bekräftigte, die Autoren des Manifests seien mittlere und höhere Funktionäre der SED. Dies werde im zweiten Teil des Dokuments deutlich, der in der nächsten Spiegelausgabe veröffentlicht wird. Beim Treffen im ägyptischen Aswan sind Präsident Carter und Präsident Sadat in der Palästinenserfrage einen Schritt aufeinander zugegangen. Ob das jedoch für einen Durchbruch in den Verhandlungen mit Israel reicht, ist noch ungewiss. Das wichtigste Ergebnis der kurzen Begegnung dürfte die Entschlossenheit beider Präsidenten sein, die Friedenssuche im Nahen Osten voranzutreiben. Präsident Sadat empfing Präsident Carter in bester Laune. Sadat, immer für Überraschungen gut, versuchte mit einem kurz zuvor veröffentlichten Kompromissvorschlag, das Nein Carters zu einem Palästinenserstaat zu unterlaufen. Ägypten besteht nicht mehr auf einem unabhängigen Palästinenserstaat zum jetzigen Zeitpunkt,
sondern ist während einer Übergangszeit mit einer autonomen, mit Jordanien verbundenen Westbank einverstanden. Sadats Bedingung, die grundsätzliche Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser. 45 Minuten unterhielten sich die beiden Politiker hinter verschlossenen Türen. Anschließend fasste Präsident Carter die amerikanische Position für einen Nahostfrieden in drei Punkten zusammen. Erstens, Beendigung des Kriegszustandes und Normalisierung der Beziehungen. Zweitens, Rückzug der Israelis von 1967 besetzten Gebieten sowie ein Abkommen über anerkannte und sichere Grenzen. Drittens, Anerkennung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes und Mitbestimmung bei der Gestaltung ihrer Zukunft. In der Frage eines Palästinenserstaates gehen die Meinungen nach wie vor weit auseinander. Doch immerhin konnte die Verstimmung beseitigt werden, die durch Carters öffentlich ausgesprochenem Nein hier entstanden war. Von weitreichender Bedeutung ist Präsident Sadats vorsichtiger Kurswechsel. Ja zu einem Palästinenserstaat, aber in Etappen. Damit ist die Richtung angegeben, in der die Ministergespräche in Jerusalem und Kairo mit Aussicht auf Erfolg weitergeführt werden können. Präsident Carter erwartet, dass auch Saudi-Arabien sich in der Palästinenserfrage beweglicher zeigt. Nachdem Carter Riad heute früh verlassen hatte, bestand Außenminister Faisal aber auf dem Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser sowie auf einem Rückzug der Israelis aus allen im Jahre 1967 besetzten Gebieten. Das Selbstbestimmungsrecht bestreitet Israel den Palästinensern nach wie vor. Ministerpräsident Begin bewertete es dennoch als positiv, dass in Aswan nicht mehr von einem Palästinenserstaat die Rede war. Die PLO stellte Carter die Frage, wo er die Rechte der Palästinenser verwirklichen wolle, auf der Erde oder auf dem Mond. Der Vertreter der PLO in Großbritannien, Zahi Tamani, ist heute ermordet worden. Wie Scotland Yard am Abend bestätigte, erschoss ihn ein noch unbekannter Araber in den Räumen der Arabischen Liga in London. Bereits vor 4 Tagen wurden in der britischen Hauptstadt 2 Angehörige der syrischen Botschaft Opfer eines Attentats. Präsident Carter blieben vor seinem Weiterflug von Aswan nach Paris heute nur wenige Minuten zu dem angekündigten Gespräch mit Bundeskanzler Schmidt. Zeit genug aber für ein Foto mit Gastgeber Sadat und den Frauen der 3 Staatsmänner. Heute Nachmittag 15 Uhr. Air Force Number One ist in Paris Orly gelandet. Vorletzte Station von Carters Reisemarathon. Staatspräsident Giscard d'Estaing begrüßt den amerikanischen Gast mit den Worten: Sie besuchen hier den ersten und ältesten Verbündeten des jungen Amerika. Wenig später unter dem Triumphbogen, Gedenken am Grabmal des unbekannten Soldaten. Morgen will Carter in die Normandie reisen, wo die Invasion der Alliierten das Ende des Zweiten Weltkrieges einleitete. Etwas außerhalb des Protokolls spazierten Giscard und Carter dann auf den Champs-Élysées, zum Schrecken der 5000 Sicherheitsbeamten. Am Abend trafen sich die beiden Präsidenten zum ersten Gespräch. Auf der Themenliste Probleme der europäischen Sicherheit, der Energieversorgung und die Folgen des Dollarsturzes. Beim Kursverfall des amerikanischen Dollar ist immer noch kein Ende abzusehen. Der amtliche Mittelwert der US-Währung rutschte an der Frankfurter Devisenbörse heute auf ein neues Rekordtief von 2,0625 Mark gegenüber 2,0845 Mark am Vortag. Durch diese Talfahrt des Dollar wird die deutsche Mark im Ausland immer teurer. Daher wächst bei der deutschen Wirtschaft vor allem die Sorge um das Exportgeschäft. Zum 3. Mal hintereinander ist die Bundesrepublik mit mehr als 1 Million Arbeitslosen in ein neues Jahr gegangen. Die Zahl kletterte Ende Dezember, wie befürchtet, auf fast 1,1 Millionen. Damit hat sich das Ziel der Bundesregierung von Anfang 1977 nicht erfüllt. Insgesamt waren Ende Dezember 1.090.700 Menschen ohne Beschäftigung, 8,6% mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg damit auf 4,8%. Zugenommen hat auch die Zahl der Kurzarbeiter. Zugleich nahm das Angebot an offenen Stellen ab. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Stingel, nannte den neuen Anstieg der Arbeitslosigkeit relativ gering. Ich möchte aber am Anfang gleich sagen, dass wir leider wieder in ein Jahr hineingehen mit einem Arbeitsmarkt, der uns zur Sorge Anlass gibt. Und wir müssen auf jeden Fall immer wieder darauf hinweisen, alle Verantwortlichen darauf hinweisen, dass man sich nicht daran gewöhnen darf, an diese hohe Arbeitslosenzahlen. Denn immerhin liegt jetzt das 3. Jahr hinter uns, in denen wir eine Durchschnittsarbeitslosenquote für das Jahr haben, die über 4,5% liegt.
Von einem neuen Spionagefall spricht die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Es geht dabei um ein Ehepaar aus der DDR, das, wie erst heute bekannt wurde, bereits kurz vor Weihnachten während eines Besuches in Bad Neuenahr festgenommen worden ist. Die beiden Eheleute stehen nach Angaben von Generalbundesanwalt Rebmann im dringenden Verdacht, seit Jahren für eine östliche Macht militärische Einrichtungen der Bundeswehr und der NATO ausgekundschaftet zu haben. Bis zu ihrer Festnahme lebten die mutmaßlichen Agenten unter falschem Namen in den Niederlanden. Einzelheiten über Umfang und Bedeutung des Falls sind noch nicht bekannt. In Chile war heute die Bevölkerung aufgerufen, über die Legitimität der Regierung Pinochet abzustimmen. 6 Millionen Chilenen sollten ihr Votum über eine UN-Resolution abgeben, die den meisten kaum bekannt ist. Und es blieb ihnen nur die Alternative Ja oder Nein. Chiles Präsident General Pinochet scheint an der Schwelle zur uneingeschränkten, alleinigen Diktatur zu stehen. Pinochet ordnete 6 Tage nach der Dezember-Resolution der UNO, die Chile erneut wegen Verletzung der Menschenrechte brandmarkte, überraschend eine Volksabstimmung über seine Politik für den heutigen Tag an. Diese Abstimmung spielt sich nicht nach demokratischen Regeln ab. In aller Eile wurden in den letzten Tagen Wahllokale, Urnen und Wahlkabinen gerichtet. Hier wird abgestimmt, ohne dass vorher eine offene Diskussion und Information stattgefunden hätte. Keine Kontrolle garantiert die Rechtmäßigkeit der Wahlergebnisse. Obwohl es sich eindeutig um ein Referendum über die Politik und die Legalität Pinochets handelt, die einem Freibrief für die Zukunft gleichkommt, vernebelt dies die offizielle Propaganda mit nationalistischen Parolen. Den Chilenen wird weisgemacht, sie stimmten über die Einmischung der UNO in innere Angelegenheiten ab. In den letzten Tagen vor der Wahl gehen im Getöse der Umzüge alle Äußerungen des Widerstandes unter. Widerstand seines Teiles der Militärjunta, die von Pinochet vorher nicht gefragt, also überfahren wurde. Widerstand der Kirche und Widerstand der ohnehin verbotenen und praktisch zum Schweigen verurteilten Parteien. Wenn heute Nacht die Stimmen ausgezählt sind, dann wird zweifelsohne Pinochet der Sieger sein. Meinungsumfragen vorher sprachen von 65-70% Befürwortern, und so wird denn wohl auch ausgezählt werden. Es ist zu erwarten, dass Pinochet mit dieser sogenannten Volksbefragung den ersten Schritt getan hat in Richtung Alleindiktatur, weil er den Widerstand der Militärjunta gebrochen und sich Legitimität mit dem Stimmzettel verschafft hat. Schaden von mehr als 2 Millionen Mark hat in der vergangenen Nacht ein Feuer im Zoo von Osnabrück angerichtet. In den Flammen fanden 25 Affen sowie viele Reptilien, wertvolle Vögel und Fische den Tod. Die Brandursache ist offenbar auf einen technischen Fehler zurückzuführen. Erst am Vormittag gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Der Zoo gehört einer privaten Gesellschaft. Schneeglätte, hängengebliebene und verunglückte Lastzüge verursachten heute auf den Autobahnen im Bundesgebiet kilometerlange Fahrzeugstaus. Die Strecke München-Augsburg blieb 8 Stunden gesperrt, nachdem ein italienischer Lastzug mit 30.000 Liter Aceton umgestürzt war. Die Feuerwehr musste die ausgelaufene hochexplosive Flüssigkeit abpumpen. Der italienische Fahrer wurde schwer verletzt. In dichtem Nebel waren gestern Abend auf der norditalienischen Autobahn Bergamo-Brescia mehr als 200 Autos ineinander gefahren. 9 Menschen starben, 100 wurden verletzt. Mehrere Personenwagen gerieten in Brand. Die Autofahrer waren bei hohem Tempo von Nebelbänken überrascht worden, in denen sie keine 10 Meter weit sehen konnten.